Es handelt sich dabei um eine sogenannte Dual-Use-Forschung. Das heißt, im guten Sinne möchte man tatsächlich im Voraus Impfstoff entwickeln. Man kann aber auch diese Art von Forschung für die Entwicklung von Biowaffen natürlich auch einsetzen. Wenn wir jetzt mal den positiven Fall annehmen, tatsächlich der Impfstoffentwicklung, und das war tatsächlich auch Hintergrund der Forschungsarbeiten am Wuhan-Institut für Virologie, dann kann es aber eben trotzdem sein, dass eben solche Erreger eben dann nach außen dringen, unkontrolliert nach außen dringen, und zwar in einem Stadium auch der Impfstoffentwicklung, wo man das noch überhaupt nicht kontrollieren kann, auch nicht von der Gefährlichkeit her. Und das ist eben das Schlimme, dass wir mit zunehmender Intensität der Forschung auf diesem Gebiet natürlich mit immer größeren Gefahren auch rechnen müssen, weil wir wissen, dass es jährlich zu einer dreistelligen Zahl von Unfällen kommt, selbst in den Sicherheitslaboren der Stufe 3 und 4 in der Biotechnologie. Das sind die höchsten Stufen. Man weiß aber jetzt, dass diese gefährliche Forschung mit Coronaviren am Wuhan-Institut teilweise sogar in Biolaboren nur der Stufe 2 durchgeführt wurden. Und das hat natürlich vor allen Dingen auch für große Besorgnis auch gesorgt und natürlich auch eine Erklärung geliefert dafür, dass wohl auch dieser Unfall eben zustande kommt.